Hallo liebe Facebook-Freunde, morgen feiert das Stück In the Heights der Musical AG des Gymnasiums Lohne Premiere. Und ich war mal in Lohne und habe mir die Generalprobe angeschaut, um zu sehen, was euch erwartet. Und welche Rolle spielst du? Ich spiele den Usnavi. Das ist einer der männlichen Hauptrollen dieses Jahr. Okay. Ja. Und sind Sie schon aufgeregt? Ja, ist jetzt mein 8. Jahr in der Musical AG. Aber auf jedes Jahr aufs Neue ist man ja ein bisschen aufgeregt. Also Lampenfieber ist immer da. Ich zum Beispiel rappe dieses Jahr sehr viel, hatte vorher absolut keine Erfahrung damit. Man hat sich halt ein bisschen rangetastet, mittlerweile funktioniert es ganz gut. Und ja, ist dieses Jahr sehr feurig, schnell, sehr cool. Auch was für die Jüngeren. 96.000! Ja! Ein Lotto-Jackpot am Konto und pronto wär ich der größte Checker, ich will nicht zerschreien. Ich könnte Banker, Doktor oder Richter sein. Drum steig ich einen Benz, kann ich dir sicher leihen. Ich werd ein Businessman wie Glotz, Daninas Vater. Donald Trump wird mir auf Tour als mein Berater. Naja, also man kann es mit dem, in der Art, mit dem Musical West Side Story vergleichen. Es geht halt um Leute in der Unterschicht, die in den Heights wohnen, in Washington, und dann selber mit ihren Problemen so kämpfen und hoffen dann alle auf das große Glück, dass sie das noch finden, auch das große Geld. In dem Musical geht es allgemein darum, um ein Viertel in New York, das ist Manhattan, also in the Heights. Eigentlich geht es um das Mädchen, das wieder nach Hause kommt und um das sich das Stück dann dreht. Das hat die Uni abgebrochen, das wird auch schon in dem ersten Stück verraten. Also eigentlich dreht es sich um das Mädchen, wie sie dann Familienstreit hat, wie sie nach Hause kommt und natürlich eine Liebesgeschichte, wie es muss sein. Gerade auf das Stück gefallen. Das Stück bietet einige Dinge, die wir bis jetzt nicht spielen konnten. Es bietet eine Musik, die von Salsa geprägt ist, von Hip-Hop, von Rap. Ein ganz wesentlicher Grund ist aber auch, dass die Chance bestand, dass wir dieses Stück in Deutschland als erstes spielen, also die deutsche Erstaufführung. Und so ist es jetzt auch. Wir haben die Erstaufführungsrechte bekommen und werden die Ersten sein, die dieses Stück in Deutschland spielt. Okay. Unser Mode, 96.000, halt euch die Kohle, 96.000, halt euch die Kohle, Jackpot!